Es könnte mal wieder einer dieser Abende werden, der eine echte Pokalüberraschung bereithält. Regionalligist Teutonia 05 ist zu Gast bei der Hamburger Turnerschaft. Und gegen den Bezirksligisten ist die Mannschaft von Dietmar Hirsch natürlich haushoher Favorit. Doch die Bedingungen sind für einen Viertligisten alles andere als alltäglich. Der Hartplatz hat ja bekanntermaßen so seine eigenen Regeln. Aber Teutonia nimmt von Beginn an den Kampf an. Dritte Minute, der Ball rutscht durch bis auf die komplett andere Seite. Der Abschluss letztendlich aber kein Problem für Patrick Grzyciak. Die Anfangsphase gehört ganz klar dem Regionalligisten. Schöner langer Ball in den Strafraum und Miguel Fernandes mit der Führung für Teutonia. Das ging jetzt allerdings auch etwas zu leicht. Ein langer Ball hebelt die komplette Defensive aus. Grzyciak ist diesmal völlig machtlos. Es dauert eine Weile, bis sich HT auch mal in die Offensive traut. Dann aber diese Kontergelegenheit. Jucic, kein Foul, sagt der Schiedsrichter gespannt. Dadurch etwas Platz für Avua. Der nimmt wieder Jucic mit. Ein Abschluss kommt dabei allerdings nicht zustande. Stattdessen nach einer halben Stunde wieder Teutonia. Faklam tankt sich da durch und erhöht auf 2:0 für den Regionalligisten. Damit scheint der Favorit hier früh auf Kurs zu sein in Richtung Viertelfinale. Wir machen einen Sprung in die zweite Halbzeit und es wird gleich spektakulär. Achtung, Fernandes legt sich den Ball zurecht. Was für eine Aktion. Die Szene läuft noch weiter und dann ist der Ball doch drin. George Kelbel mit dem 3:0 und der vorzeitigen Entscheidung in diesem Pokalspiel. Pech für Fernandes, das wäre wohl ein Kandidat gewesen für das Tor des Monats. Was man HT allerdings wirklich anrechnen muss, die Moral stimmt bis zum Ende und in der 83. Minute bekommt der Bezirksligist die Chance auf den Ehrentreffer und zwar vom Punkt 11 Meter nach diesem Handspiel und das ist eine Sache für Dieter Vorkehrt. Ganz souverän, 3:1, der Schlusspunkt in diesem Achtelfinale. Letztendlich gewinnt Teutonia verdient mit 3:1. Der Klassenunterschied hat sich dann doch bemerkbar gemacht. Unser Reporter Julius Opaschowski mit den Stimmen zu dieser Partie. Damit steht die Teutonia im Viertelfinale des Landespokals und kann weiter vom großen Pokalfinale träumen.